Die Kindertagesstätte Kaldenberger Straße wird erweitert und erhält einen Anbau, der zukünftig als Familienzentrum genutzt wird. Stadtdirektor Burkhard Hinsche und Michael Köhler, Geschäftsführer der Immobilienprojektmanagement Düsseldorf GmbH, feierten am Montag Richtfest auf dem Baufeld. Ja, wir erweitern eine Bestandskita, die Bestandskita Kaldenberger Straße von 4 auf 6 Gruppen. Das heißt, es wird 40 zusätzliche Plätze geben für unter 3-Jährige und über 3-Jährige. Wichtig ist uns, dass wir eben bei der im Erweiterungsprogramm geschaut haben, wo können wir auch Bestandskitas erweitern. Wir haben die Flächenknappheit in der Stadt. Hier an dem Standort war es möglich, auch in der gemeinsamen Abstimmung der Ämter. Und wenn wir im Bestand etwas machen, dann sanieren wir auch ein wenig. Das heißt, die Bestandseinrichtung wird auch barrierefreier, die Sanitäreinrichtungen werden barrierefrei, es wird ein Aufzug eingebaut, es kommt ein zusätzlicher Mehrzweckraum hinzu, das ist, glaube ich, auch wichtig für die pädagogische Arbeit und insofern leisten wir heute einen weiteren Beitrag zur familiengerechten Kommune Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Bauarbeiten an der Kita-Erweiterung laufen bisher sehr gut, wie EPM-Geschäftsführer Michael Köhler erklärt. Baubeginn, jetzt 6 Monate später, haben wir die Rohbauarbeiten in Gänze abgeschlossen. Wir haben das Dach gerichtet, wir haben ausnahmsweise mal wieder ein Satteldach und kein Flachdach. Und die Umbauten im Bestand sind zu 30% vorangeschritten, sodass wir aktuell alles in allem sogar 2 Monate vor der Zeit liegen. Und Stand heute sind wir trotz Pandemie und Krieg guter Hoffnung, dass wir das Budget in Summe einhalten werden. Baubeginn für das Projekt war im Januar 2022. Im Februar diesen Jahres fand dann die Grundsteinlegung statt. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme ist für Juni 2023 geplant.